Wirklich? Wir sind ja in meinen Farben, ja. Na bitte. Aber du machst wieder schwarz-weiß, oder? Nee. Heute Farbe, heute bin ich im Dienst. Heute bin ich im Dienst. Nicht im Dienst, das andere. Das andere ist nur Hobby. Vielleicht kommt die Frau von Lauf auf, deswegen sind die Blumen da. Hm? Da kommt die Frau von Lauf. Sind die verheiratet oder nicht? Die sind nicht verheiratet. Naja, eben. Also. Aber trotzdem, ist sie, wie heißt sie, die Lebensgefährtin? Ja. Lebensabschnittsgefährtin. Nee, Abschnitt, das nee, darf man nicht sagen. Das kann man nicht sagen. Nee. Das habe ich auch einmal meiner Frau gesagt, dass sie meine Lebensabschnittgefährtin und die war total sauer. Der hat sich scheiden lassen. Da kommt er. Ja. Tolle Fotos. Fantastisch. Und bewaffnete Straftäter werden mit Gewehren auf die Menschenmenge schießen. Ich habe keine Weste an. Der Ereignisort des Attentats wird durch Kräfte des polizeilichen Einzeldienstes nunmehr weiträumig abgesperrt.
zur Sicherung und Deckung gegen die Einsatzkräfte der Bundeswehr weiter gegen die bewaffneten Straftäter vor. Parallel zu diesem Vorgehen werden Einsatzkräfte auch gleich damit befasst sein, verletzte auf dem Bahnhofsvorplatz auffällige Personen zu retten und aus dem Ereignisort herauszubringen. Im Bahnhofsgebäude konnten die Einsatzkräfte der BFE Plus die bewaffneten Attentäter überwältigen, festnehmen. Sie werden jetzt mit dem vorfahrenden Fahrzeug der weiteren Strafverfolgung zugeführt. Dieses Landes nicht beunruhigt sein müssen.
Präsident. Ich möchte mich herzlich für Ihren Besuch heute und hier bedanken. Das ist nach der Amtszeit von Walter Scheel und Johannes Rau der erste Besuch eines Bundespräsidenten bei der Bundespolizei. Und das sieht die ganze Bundespolizei, das sehe ich auch als Bundesinnenminister, als hohe Anerkennung für die Arbeit, die Zehntausende von Männern und Frauen jeden Tag für die Sicherheit unseres Landes leisten. Danke für unser herzliches Dankeschön. Wir werden wohl auch längere Zeit mit der Bedrohung des internationalen Terrorismus leben lernen müssen. Aber wir werden uns damit nicht abfinden. Belastung, seit es die Direktion Bereitschaftspolizei der Bundespolizei überhaupt gibt, die wir im Jahre 2015 hatten. Und dafür, dass der Bundespräsident würdigt, die Belastung lässt sich durch Personalabbau mindern. Herzlichen Dank für Ihren Besuch.